Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlasküche. Das Aushängeschild der marokkanischen Patisserie und die unbestrittene Königin des marokkanischen Gebäcks ist Kerbrosel. Dies ist mein heutiges Rezept, was sich so viele gewünscht haben. Es ist ein beliebtes und traditionelles Gebäck, das bei uns nur zu bestimmten Anlässen serviert wird. Kerbrosel ist auf Arabisch und heißt übersetzt so viel wie die Ferse des Rehs, weil es die Form annimmt, daher stammt auch dieser Name und ist mein Lieblingsgebäck und für mich die Nummer 1 unter den marokkanischen Keksen und Anret ein Muss. Also ohne Anret geht bei mir, ohne Kerbrosel geht bei mir gar nichts. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und hier kommen jetzt für euch die Zutaten. Wir brauchen Mehl, Puderzucker, Orangenblütenwasser, eine Prise Salz, Wasser und zimmerwarme Butter. Zuallererst bereite ich den Teig, damit er schon mal ruhen kann. Dafür gebe ich einfach die Zutaten. Hoppla. Zuerst das Mehl, Puderzucker, die Prise Salz, die weiche Butter. Und zuerst Orangenblütenwasser. Hier ist es wichtig, dass der Teig nicht weich sein muss, sondern schon ganz fest, damit man den super formen kann. Und jetzt fange ich an zu kneten und das Wasser gebe ich immer nach und nach hinein. Mein Teig ist, wie ihr seht, jetzt fertig geknetet. Konsistenz her muss der schon recht fest sein, wie gesagt, damit er sich gut formen lässt. So, ich knete den jetzt noch einmal mit der Hand gründlich durch. So. Nachdem ich den Teig nochmal kurz mit den Händen geknetet habe, teile ich den mit einer Teigkarte in kleine Stücke und forme aus dem Teig kleine Rollen. Diese kommen dann auf einen Teller, decke sie mit Frischhaltefolie zu und stelle sie zum Ruhen für eine Stunde in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die Füllung. Für die Füllung benötige ich blanchierte Mandeln. Ich habe die am Vortag blanchiert und einen Tag lang trocknen lassen in Küchentuch. Außerdem benötigen wir Puderzucker, flüssige Butter, Orangenblütenwasser, eine Prise Salz und Zimt. Die Mandeln habe ich hier schon in den Mixer fein gemahlen und gearbeitet wird natürlich wieder in meiner Lieblingsschale. Da gebe ich jetzt alle Zutaten hinein und verarbeite sie zu einer Paste. Dafür vermenge ich zunächst die trockenen Zutaten mit dem Orangenblütenwasser, verarbeite alles mit den Händen, bis sich die Zutaten weitgehend gut vermischt haben und gebe dann zum Schluss die flüssige und abgekühlte Butter hinzu. Alles gut kneten, bis eine pastenähnliche Konsistenz entsteht. Die Füllung muss recht nass und weich sein. Falls es bei euch nicht der Fall ist, dann fügt noch weiterhin flüssige Butter hinzu. So, meine Füllung ist jetzt fertig. Ich decke sie jetzt noch einmal ab und lasse sie noch quasi für eine Stunde in Ruhe ziehen. Die Mandelpaste wiege ich nun ab. Das mache ich irgendwie mit jedem Gebäck, was einzeln so mit der Hand gefertigt wird, damit jedes Gebäckstück gleich groß ist. Also wiege ich 20 Gramm Mandelpaste pro Stück und die Mandelportion unbedingt mit Frischhaltefolie bedecken, sonst trocknen sie aus.
Ja, kommen wir zur Fertigstellung. An Backutensilien braucht man übrigens noch so ein Zackenrädchen, damit man dieses typische Schnittmuster prägen kann. Und hier habe ich ein weiteres Modellierwerkzeug, so eine gezackte Zange, damit verziere ich das Gebäck ein wenig. Das ist aber hier kein Muss. Wichtig ist das Zackenrädchen, das muss vorhanden sein oder halt was ähnliches. Zunächst nehme ich ein Stück von meinem Teig, den Rest halte ich immer unter der Frischhaltefolie, damit der Teig nicht austrocknet, und rolle den erstmal sehr dünn aus, zumindest so lange ausrollen, bis der Untergrund durchschimmert, also so circa 1 mm dick. Wenn der Teig klebt, dann bestäubt die Arbeitsfläche leicht mit Mehl, gerade die Anfänger, somit erleichtert ihr euch das Ausrollen. Und ich rolle den Teig längs zu einem breiten Streifen aus, damit ich 2 bis 3 Hörnchen auf einmal fertigen kann. Dabei immer 3 cm Abstand halten. Das ist hier wichtig, damit sie nicht aneinander kleben. Und dann nehme ich eine Mandelportion, forme die zu kleinen Würstchen und lege sie auf die Mittellinie des Teigstreifens. Schlage bzw. lege die Oberkante um die Mandelpaste eng herum, sodass diese komplett verdeckt ist. Den Teig drücke ich um die Füllung fest und benutze gleichzeitig meine Finger, um daraus einen Halbmond zu formen. Und ganz zum Schluss schneide ich mit dem Zackenrädchen den Halbmond aus und setze das anschließend auf ein Backblech. Hier verziere ich einen Teil meines Gebäcks noch mit meiner Modellierzange. Es ist wie gesagt hier freiwillig und kein Muss, also ab hier rein optional. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Hier ist es wichtig, dass das Gebäck mindestens 7 bis 8 Stunden Luft trocknen muss. Es muss sich quasi so eine Wachsschicht bilden, damit der Teig beim Backen keine Blasen wirft. Ich lasse mein Gebäck über Nacht Luft trocknen, je länger, umso besser, und backe sie erst am nächsten Tag. Mittlerweile ist eine Nacht vergangen und nun gebe ich die Hörnchen in den Ofen. Vorher werden sie aber noch mit einer kleinen Nadel aufgestochen, damit sich wirklich keine Bläschen beim Backen bilden. Und dann backe ich sie im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für circa 10 bis 15 Minuten. Ich lasse sie überhaupt keine Farbe annehmen. Cabrozel sollte in der Regel recht hell sein. Dann einfach im Blech abkühlen lassen und in Dosen luftdicht aufbewahren. Und das war's auch schon mit diesem Rezept. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr dieses traumhafte Gebäck nachmacht und mir ein Foto auf Instagram mit dem Hashtag Atlasküche schickt. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Atlasküche. Tschüss!